Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Mario und Luigi, Superstar Saga und Bowsers Schergen. Wir haben im letzten Part den Gipfel des Lachberges verlassen, haben Prinz Marmek befreien können, retten können. Und wir haben sogar parallel dazu auch noch den, ja, diesen Greifen, diesen Adler, diesen Flugosaurus antreffen können. Und er hat uns wieder zurück zum Lachdorf gebracht und jetzt sind wir hier vor der Finsterlore, gehen rein und gucken mal, was uns hier drin erwartet. Sie wissen Bescheid. Was geht ab? Hi. Hola, es ist eine Ewigkeit, seit ich das letzte Mal Besuche hatte. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig mit der alten Lore einen Ausflug machen, ne? Aber keiner weiß so genau, wohin diese alten Gleise eigentlich führen. Wenn ihr springt, findet ihr vielleicht sogar noch ein paar alte Edelsteine, beleuchtete Weg mit Lampe, um Gefahren zu erkennen und auszuweichen. Aber jetzt habe ich euch mit meiner langweiligen alten Geschichte angeödet. Und jetzt wollt ihr mit Lore fahren? Noch nicht. Dann viel Spaß. Danke sehr. Gut, hier kommen wir jedenfalls nicht weiter und wenn wir da reinspringen, ja, oder es versuchen, kommen wir nicht in die Lore rein. Aber das ist ein Hund. So, komm, wir fahren. Nein, ich will fahren. Warum steht denn da standardmäßig Nein? Nein heißt ja. Also bitte. Okay, und damit geht das wohl coolste Minispiel des Jahres, der ganzen Welt, wie auch immer. Also, ich habe keine Ahnung. Das coolste Minispiel des Spiels, wie ich finde, geht los. Und zwar müssen wir 10 oder mehr Diamanten einsammeln. Das Ding ist, wir können mit Mario quasi den Hintergrund beleuchten, während wir mit Luigi, nichts machen? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, ich frage mich gerade, warum, also ich hab mich nur gefragt, warum, wir gerade eben diesen einen Rubin gar nicht eingesammelt haben. Wir sind doch auch locker darauf gefahren, aber ist okay. Das ist egal. So, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Diese springenden, Objekte sind übrigens, Taschenlampenbatterien und... Naja, die braucht man halt, weil mit der Zeit die Taschenlampenbatterie leer geht. Fuck. Leer geht. Und ich denke, das sieht man ganz klar, ne? Fuck. Nein! Wir haben es nicht geschafft. Ganz gegen Ende hin ging uns die Leuchtkraft der Taschenlampe aus. Wollt ihr nochmal fahren? Ich will! Hör auf! Das ist zwar keine Hochzeit, aber ich will. Also, hi. So. Jetzt machen wir es besser. Also, es gibt quasi im Vorder- und Hintergrund Gems. Also Diamanten, ja? Und die muss man einsammeln. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Wahrscheinlich so, ich schätze mal 15 Stück. Ich versuche jetzt mal alle einzusammeln. Was aber nicht so leicht wird, weil halt... Naja, man muss halt mit beiden irgendwie... unabhängig voneinander springen und arbeiten. Man muss halt immer den Hintergrund so weit beleuchten, dass Luigi's... Na, da sieht man zum Beispiel, habe ich den ersten schon verpasst. Läuft bei uns. Aber man muss halt gucken, dass der Hintergrund immer so weit beleuchtet ist, dass man genau sehen kann, was dort abgeht. Sehr gut. Wir haben's. Geil! Und das wär's. Hier am Ende sind ja gar keine Gems mehr. Voll komisch. Na gut. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man alle einsammelt. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Falls ihr es wisst, dann schreibt es trotzdem mal in die Kommentare. Würde mich nämlich sehr, sehr jucken. Oh, wieder hier. Nun, ich komme wohl nicht mehr runter vom Abstellgleis des Lebens. Aber da euer Abenteuer gerade erst begonnen hat, fahrt wohl. Und viel Erfolg auf alle eure Wege. Danke sehr. Wie kommst du so schnell von dem einen... Eingang zu diesem Ausgang ist. Was ist los bei dir? Da gibt es von dir zwei Versionen. Ja. Ich glaube, es sind irgendwie zwei, weil der Hund macht hier nämlich andere Geräusche. Also ich weiß nicht, ob das die gleichen Personen sind, aber wenn sie es sind, dann hat der Typ irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er genau hat. Wahrscheinlich hat er Speed genommen oder so. Und ist deswegen so schnell vor uns hier angekommen. Keine Ahnung. Aber es ist ein ganz cooles Minispiel gewesen, muss ich sagen. Es war ganz cool. Ich hatte meinen Spaß.
diese Gems einzusammeln und nebenbei noch zu gucken, dass der Hintergrund ganz gut beleuchtet wird und nebenbei noch die Taschenlampen einzusammeln. Also es sieht einfacher aus, als es ist. Sagen wir es so. Und die nächste Röhre, die wir gefunden haben. Geil! Ja, es sieht halt wirklich einfacher aus, als es tatsächlich ist. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Wartet! Ach, die beiden. Wir müssen euch noch was sagen. Wir hatten euch noch gar nicht gezeigt, wie ihr die Hämmer im Kampf benutzt. Wollt ihr es wissen? Ja, komm. Ich bin raus. Gut, wir erklären es euch bei einer Kampfübung. Let's go! So, dann beginnen wir mal mit dem Angriff, nicht wahr? Hammerattacken fallen stärker aus, wenn du nicht sofort drückst, sondern ein kleines bisschen wartest. Okay. Ja, ist okay. Das muss mir nicht jedes Mal angezeigt werden. Es ist folgendermaßen. Und zwar, Zabong, Klong und Zabong haben es so gemeint, man muss halt auf den perfekten Moment warten. Und zwar genau der hier. Immer schön mitzählen. Und eins. Und zwei. Und nun zu Hämmern als Abwehrwaffe. Stell dir vor, ich wäre ein ekliges Monster. Mach mich platt. Los, geil mich. Lass das kalt mich auf. Halte den Knopf nicht zu lang gedrückt und lass ihn dann wieder los. Etwas zu schnell beim 1 und Add-Teil. Na bitte, gute Arbeit. Die Tipps helfen dir jederzeit, wenn du noch Fragen hast. Damit kommt unsere Hammerlektion zum Ende. Bis bald. Okay, bye. Verstanden? Dann viel Erfolg. Im Bodenland gibt es Gegner, bei denen Springen allein nicht für einen Sieg ausreicht. Also lernt den Hammer zu benutzen. Den Umgang mit den Hämmern werdet ihr schnell lernen. Und wenn nicht, dann nehmen wir sie euch wieder ab. Um erneut mit der Lore zu fahren, muss man zurück ins Dorf. Lorenfahren ist klasse. Da gibt's Ginster und Tannen. Du meinst wohl, das ist finster und spannend. Und tschüss. Nein, das ist tiefenentspannend. Oder... andere Reime, die mir gerade nicht einfallen. Entschuldigung. Ja. Okay, wohin jetzt mit unserem Leben? Ich weiß nicht ganz genau. Oh, die Bäume sind sogar ganz gut. Waren die nicht gerade eben animiert, dass die Blätter sich bewegt haben? Oder war das gerade eine optische Täuschung meines Lebens? Wart mal kurz. Doch, die bewegen sich doch. Oder sind das die... Nein, die bewegen sich. Ich hatte ganz kurz irgendwie im Kopf gehabt, dass das irgendwie die Wolken sind, die das irgendwie so implizieren wollen. So optische Täuschungsstyle. So richtig bekloppt, ey. Das macht mich auch bekloppt, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber gut. Jedenfalls, das Minispiel. Das Lorenfahr-Minispiel. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr es cool oder nicht? Oder wie sieht's aus? Schreiben Sie es mal bitte in die Kommentare. Thanks. Wo bringt mich das jetzt hin? Ah, ich weiß, wo mich das führt. Und ich will es am besten gar nicht erst ausprobieren. Wir kommen nämlich so zurück zum Lore-Minispiel. Ja, ja, ja. Da gehen wir aber nicht lang. Dahin. Warum sollen wir es nochmal spielen? Wir haben es ja geschafft. Klar hat mir ein Gem gefehlt, aber vielleicht hole ich ihn irgendwann mal nach. Mal gucken. Mal sehen. Bitte was? Ich glaube, dass in dem GBA-Teil dieser Buhu jedes Mal ein Geräusch gemacht hat, wenn man ihn quasi angeguckt hat und wieder zurückgegangen ist. Also wenn man quasi anschaut und wegschaut. Da hat er damals ein ziemlich cooles Geräusch und ein ziemlich schräges, aber cooles Geräusch gemacht. Das ist jetzt gerade leider nicht mehr da. Das finde ich schade. Ja gut. Jedenfalls schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr jucken. Und ansonsten... Meine Meinung kennt ihr, ich finde dieses Minispiel eigentlich ganz gut. Es hat das ganze Herumgelaufe und Herumgehämmere so ein bisschen, ja, ich sag mal, ganz gut abwechseln können. Ja, abwechslungsreiche Angelegenheit war das, das kann ich Ihnen sagen. Na gut. So, Statistiken. Wir gucken mal ganz kurz auf die Blöcke und sehen, Lachberg, da fehlen mir noch 10 Stück. Aha. Okay. Und jetzt sind wir bei den Bodenlandfluren. Interessant. Und wir sehen auch direkt schon mal einen Gegner, bei dem es, glaube ich, nicht schlau ist, reinzuspringen, sondern bei dem es schlauer ist, mit dem Hammer drauf zu gehen. Yeah! Weil es nämlich ein Stachy ist, ein Pixi. Hieß er nicht Pixi? Warte mal kurz. Und der hat sogar Geschwindigkeitsdown. Geil! Das ist ein Pixbeanie, Level 8.
Sehr gut, das war ein super, das war jetzt kein perfekt, aber, oder kein exzellent. Wir probieren es mal mit Luigi. Ja! Sehr gut. Das gibt uns ganze 4 Erfahrungspunkte. Und das für Level 8 Beanies. Ich raste vollkommen aus. Richtig heftig. Da lassen sich die nicht lumpen, die Gegners. Das soll die große Gefahr des Bodenlandes sein. Ich glaube, es hakt. Nein! Ich wollte gerade zuhauen. Ich liebe es. Egal, die sterben doch sowieso schon nach einem Schlag. Also ist mir das jetzt vollkommen egal. Und bäh! Sehr gut. Mario macht sogar 12 Schaden, wenn es perfekt läuft für ihn. Alter, ich weiß nicht, warum die Hämmer gerade so gut funktionieren, aber sie funktionieren gerade extrem perfekt. So, normalerweise, also in dem GBA-Teil habe ich extrem lange dafür gebraucht, um diesen Mechanismus, um das, oh Gott, danke schön. Um, ja, den Hammerangriff zu perfektionieren. Und jetzt hier mache ich ihn immer so gut wie perfekt. Voll krass. Wisst ihr, was ich meine? Ich drücke nach Augenmaß, nicht, also ich orientiere mich an gar nichts eigentlich. Sondern ich drücke einfach dann, wenn ich meine, es ist richtig und sehe es mir als schlecht oder gut an, aber ich finde, es ist mir egal. Gut. Nein! Ich stand ihm im Weg, ich habe ihn gar nicht gesehen. Deswegen komm her, du Schwein, ich mach dich fertig, ich mach dich alle. Und blöd. Danke sehr. Wir sehen aber auch, also wir sehen von denen aber auch wirklich keine Gegenwehr. Was auch daran liegt, dass es halt wirklich verdammte Lauchgestalten und Lauchschädel sind. Aber dafür können sie ja nichts. Ne? Sie können ja nichts dafür, so auf die Welt gekommen zu sein. Die armen Dinger. Wir sollten sie am besten bemitleiden und nicht uns über sie lustig machen. Ja? Einmal bitte Mitleid für die Peaks-Beanies. Das wäre nämlich ganz nice. Ja. Was ist das jetzt? Ist das jetzt diese Saga? Bowsers Schergensaga? Geht die jetzt hier los oder was? Da ist der! Krankfried! Rück sofort König Bowser raus! Du Sau! Heavy. Es begab sich zu einer Zeit, als Mario und Luigi zu einem großen Abenteuer aufbrachen und plötzlich noch ein anderer Schauplatz rief. So beginnt sie. Die Geschichte der Schergen. Aha. Wir können sie quasi jetzt anklicken, wenn wir wollten. Ja, wir können sie jetzt beginnen. Interessant. Okay. Ich bin bei der Schergensaga zwiegespalten. Ich will sie zeigen, aber die Frage ist, wie ich sie zeigen will. Wollt ihr es quasi als neues kurzes Let's Play haben, dass wir das quasi unabhängig von Mario und Luigi, Super Saga und Bowser's Schergen, laufen lassen, oder wie ist das? Wollt ihr es parallel zueinander sehen, oder wollt ihr das quasi noch in diesem Let's Play sehen, dass wir jetzt sagen, okay, im nächsten Part gehen wir mal da rein und gucken uns das an, oder wollt ihr dazu ein neues Let's Play haben? Hauen sie mal kurz raus. Lachberg und Bohnenburg. Okay. Oh Gott, was bist du denn für ein Larry? Bist du ein Maulwurf? Bist du ein Maulwurf? Oh Gott. Ah! Hui, das ging gerade noch mal gut. So, du Digger. Ey, Digger, komm mal ran. Der ist halt wirklich Digger. Ey, Lan! Digger, komm her! Ich mach dich einen Kopf kürzer! Oh Gott! Was war das gerade für eins live? Das war voll der Struggle, ich habe ihn trotzdem klatschen können. Läuft! Ja. Aber der Digger macht halt echt auch keinen. Also, der gibt wahrscheinlich 2 Erfahrungspunkte. Okay. Also lohnt es sich überhaupt nicht, gegen ihn zu kämpfen. Nehme ich jetzt mal an. Schließe ich da jetzt mal raus. Ja, ich glaube, wir ignorieren sie mal, ne? Für solche Lauchgestalten habe ich nämlich gar keine Zeit, ne? Das ist ja wohl ganz klar. Jawohl. Habe ich alles abgeschlossen, was ich sagen wollte? Habe ich alles soweit beendet? Was ist denn hier los? Aufgrund von Streckensperrung ist das Gebiet derzeit unzugänglich. Zurückbleiben bitte. Ich glaube, früher in Superstar Saga konnte man hier lang. Auch in dieser kurzen, Spielstundenanzahl. Weil ich glaube, ich habe schon damals mal gegen diese Tanuki-Gumbas gekämpft. Mit diesem Robin Hood-Outfit. Sehr komisch.
Aber ja. Ich glaube, damals konntest du hier durchlaufen, ohne dass diese Wachen hier standen. Wenn ihr es genauer wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht liege ich auch falsch oder sowas, aber ich glaube, dass sie früher nicht hier standen, wo sie jetzt stehen. Komm, ich... Gegen euch muss ich einfach kämpfen. Da habe ich keine andere Wahl. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Komm, da reicht auch ein guter. Müssen wir uns jetzt hier nicht so perfekt abspielen. Wobei, komm, ich will es lernen. Ich weiß nicht, wie mache ich das? Ich krieg's trotzdem. Ich krieg's nur auf Exzellente nicht. Also es ist halt echt. Es ist halt. Wow. Läuft bei mir. Kann man den Stein kaputt machen? Nein, der Stein hier, der hier steht, ist zu hart. Um ihn jetzt mit unseren Hämmern kaputt zu machen. Gut zu wissen, nicht wahr? Finde ich auch. Ja gut, aber wie gesagt, das Minispiel finde ich eigentlich ziemlich gut. Ansonsten, ich überlasse das mit der Bowser's Schergen-Story und sage ganz allein euch. Vielleicht habe ich auch eine Umfrage reingemacht. Das wäre, glaube ich, am schlauesten. Ja, also, wie ist das? Klickt mal oben rechts auf das i. Ihr habt das i bestimmt schon gesehen, habt bestimmt sowieso schon drauf geklickt. Aber wie wollt ihr es haben? Wie wollen sie ihr Omelette belegt haben? Sagen wir es mal so. Wollt ihr, dass wir die Schergen-Story... Okay, das klang gerade eben verdammt pervers. Entschuldigung. Ja, ne? Ja. Wollt ihr, dass wir die Schergen-Saga innerhalb dieses Let's Plays machen oder wollt ihr dafür ein extra Let's Play... Fuck. Wollt ihr dafür ein extra Let's Play haben? Also ich finde ja, es wäre halt geordneter, wenn wir das Ganze halt in zwei Teile spalten. Aber es ist eure Entscheidung. Erklärt es mir vielleicht sogar noch in den Kommentaren, was für euch besser ist. Komm ran jetzt! Schreibt es mir mal in die Kommentare, bitte. Denn eure Meinung ist mir sehr wichtig und natürlich auch abstimmen, ne? Das ist mir noch viel lieber. Mit was sehen, was ihr sehen wollt. Wie ihr es sehen wollt. Noch eine Aha-Diabone. Nice. Okay. Was machen wir jetzt eigentlich? Also wir laufen gerade eigentlich ziellos hier rum, kann das sein? Ja. Nice. Neue Musik gehalten. Aus irgendwelchen Gründen. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. Ich weiß ja zwar nicht, womit ich das jetzt verdient habe, aber ich werde diese Musik in Ehren halten. Versprochen. Versprechert. Versprechert, mein Bruts. Was bringt mir das jetzt hier? Ist da hinten was? Ja, ja. Ein X, das die Stelle markiert. Okay. Nicht mehr und nicht weniger. Was ist da oben? Das ist eine Beanie-Statue. Kann ich irgendwas mit der anstellen? Hallo? Kannst du irgendwas? Kannst du Polyville-Al-Kek sagen? Kannst du Wall Street sagen? Wall Street? Nicht? Okay, dann eben nicht. Das ist ein Schwein. Ist so zu ignorieren. Das hat ein Nachspiel, das sage ich dir, ja. So. Wir könnten zwar jetzt noch nach unten gehen, in den nächsten Abteil, aber wir haben da sowieso noch nichts verloren. Also von daher gesehen, gehen wir doch direkt mal hier hin. In die Bodenburg. Also hi. Oh mein Gott. Alles ist kaputt. Das ganze Dorf zertrümmert. Die Bewohner kauen am Zahnfleisch. Blech. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was die beiden jetzt für einen Plan ausgeheckt haben. Wahrscheinlich wollen sie ihn jetzt irgendwie ausziehen und die Klamotten mitnehmen, weil er viel besser equippte Sachen anhat als wir. Ihr Schweine, wie kommt ihr auf so einen Gedanken? Die Stadt ist verwüstet. Bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Und damit ist er tot. Was man an diesem Bläh erkennen konnte. Ruhen Sie in Frieden, lol. Na, Gnade, verschont mich. Wer war das? Das kann nur wieder Luke Miller gewesen sein. Ist das richtig?
Also ganz ehrlich, den Beweggrund der Dame würde ich gerne mal hören. Das ist teuflisch gut. Sie starteten ihren Angriff, als die Truppen vom Mondland auf der Suche nach ihrem Prinzen waren. Okay. Hast du gerade Blut gespuckt? Ja. Okay, bye. Und er ist wahrscheinlich auch entweder bewusstlos oder er hat ins Gras gebissen. Oder auf den Stein, weil er gerade auf Steinen liegt. Mhm. Aber hier ist doch jemand, mit dem wir wahrscheinlich... Der ist ansprechbar. Was ist los? Egal, wie die Stadt aussieht, das Geschäft scheint geöffnet zu bleiben. Ja, dann shoppen! Willkommen im provisorischen Itemladen. Ah, wir haben auch gerade eben übrigens die provisorische 20 Minute erreicht. Die provisorische 20. Minute. Das heißt, wenn euch der Part gefällt, gebt doch einen Daumen hoch. Und weil, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, gebt doch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Das war gerade voll die Stream-Annotation. Liken, wer es kennt. Ich wette, die wenigsten. Die Stadt sieht zwar wüst aus, aber wo ein Bedarf ist, da verkaufen wir auch Items. Wo soll hier bitte Bedarf sein, die gedeckt werden kann, wenn hier jeder tot auf dem Boden liegt? Du hast doch wohl den Schuss nicht gehört. Na gut, okay. Ein Geisterkeks. Immunisiert gegen Schäden. Das ist wack. Das ist voll wack. Alter. Okay. Das heißt, theoretisch kannst du dich damit tot essen und überlebst sämtliche Kämpfe. Du kannst quasi, erstens sind sie billig und zweitens schützen sie dich wahrscheinlich eine Zeit lang oder so vor Angriffen oder vor einem Angriff, und wenn das so ist, Alter. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern diese Geisterkekse schützen. Ob es nur für einen Attack ist oder für einen Treffer oder ob es für bestimmte Rundenanzahlen den Schaden immunisiert. Das weiß ich nicht. Das werden wir vielleicht mal ausprobieren. Also, hi. Weil muss ja alles erklärt werden, muss ja alles bewiesen werden, muss ja alles gezeigt werden, ne? Deswegen, wir kaufen mal einen davon, aber wirklich nur einen. Wir wollen auch nicht übertreiben, ne? So. Und was gibt's bei dir, junge Frau? Eigentlich ist das hier ein Modehaus, aber wir haben das Sortiment ein wenig umgestellt. Unser Sortiment ist der Situation angepasst. Gut. Du checkst übrigens ganz gut deine Hüfte. Das gefällt mir. Du bist in der Band. Als Hüftenschwingerin. Hüftenschwingerin. Nördlich von hier im Schloss Monia wird die legendäre Sternbohne aufbewahrt, wie es heißt. Um diese Sternbohne in die Finger zu bekommen, wird Luke Miller vielleicht über Leichen gegangen sein. Genau. Schloss Monia straight nach oben. Nach dem Angriff ist Luke Miller in Richtung Schloss verschwunden. Königin Marmella ist in Gefahr. Oh nein. Und selbst dieses Gebäude hier steht in Flammen und es ist traurig, was hier los ist. So trist und tot, und die Stimmung ist am Boden. Eben noch, weißt du, wir waren auf der Overworld unterwegs. Die Musik hat uns gezeigt, hey, ist doch ein schönes Leben hier, ja? Ist doch alles gut. Und jetzt guckt uns an. Guckt euch das hier an. Was für ein Situationswandel. Wir müssen die Stadt schnell wieder aufbauen. Ja, ja, ja. Und sämtliche Häuser haben auch geschlossen, ne? Habe ich schon mal mit dem gesprochen? Luke Miller und ein seltsamer Flugbold haben uns angegriffen. Es kam so plötzlich, wir konnten nichts tun. Das ist wirklich traurig, Mann. Das ist halt, es tut mir halt wirklich leid. Wären wir doch nur früher hier gewesen. Wenn wir nur früher hier gewesen wären, dann hätte das hier niemals passieren können. Weil wir nämlich Luke Miller und den kranken Fried in die Schranken hätten weisen können. Was für eins live. Sind das Barrikaden, durch die wir momentan nicht kommen? Ja, scheint so. Okay. Aber warte mal kurz. Was ist denn... Ah, hier ist auch eine Barrikade zwischen. Ihr seid... Gewieft seid ihr. Ihr wisst, wie ihr mich hier festhalten könnt, ne? Ja, ja, ja. Na gut. Bruts, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal werden wir nach Schloss Bonia reisen. Oder wir werden ins Schloss Bonia gehen. Wir sind nämlich eigentlich kurz davor, dort einzutreten. Und wir werden mal schauen, wie die Lage ist. Und ich hoffe, dass es Königin Marmella und der Sternbohne gut geht. Also, nochmal zum Mitschreiben. Klickt auf das i, stimmt ab,
wie ihr denn den Bowser's Schergen-Modus, die Bowser's Schergen-Saga sehen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Lore-Minispiel fandet und wie ihr dazu steht, ob ich das Ganze mit der Schergen-Saga in diesem Let's Play oder in einem neuen Let's Play machen soll. Hauen Sie raus, hauen Sie rein und bye.